Und jetzt Gran Canaria aktuell. So, 13. Mai 2020, morgens 8.30 Uhr. Wir haben heute den 60. Tag Ausgangssperre. Wir sind in der Phase 1 am dritten Tag oder Tag 3. Und ich will mal loslaufen. Ich habe heute wieder einen Gesprächspartner und ich habe einiges an Nachrichten für euch dabei. Es könnte sogar passieren, dass wir, wenn wir Pech haben, unsere Phase 1 wieder verlieren werden. Aber dazu später mehr. So, ihr Lieben, hier ist eigentlich mit, kann man sagen, mein absoluter Lieblingsplatz. Ihr kennt hier diesen großen Kreisel, hier gibt es ja auch das Planet Bayern und den Sparmarkt. Und hier ist einfach die Aussicht, die absolut seinesgleichen sucht, kann man gar nicht sagen. Wird auch sehr gut angenommen von vielen, die einfach mal eben, ich zeig's euch mal kurz, diesen Berg hochgekommen sind. Dann ist das neben der gewünschten Pause natürlich dann offiziell zwar der schönste Blick, den es gibt, aber natürlich auch die Pause. Ich habe jetzt auch keine Pause, denn ich möchte euch etwas sagen. Also, die Tourismusbranche und die Flugbranche bereitet sich ganz, ganz aktiv auf eben halt den neu entstehenden Tourismus vor und macht dadurch natürlich auch sehr viel Druck, weil natürlich eines der Urlaubsländer, wenn nicht sogar das Urlaubsland Nummer 1 in Europa, Nummer Spanien ist, macht da mächtig Druck auf eben halt die Regierung. Natürlich geht es dann um Ausgangssperre, beziehungsweise, nein, nicht Ausgangssperre, es geht dann eben um den Einfuhrstopp, beziehungsweise den Einreisestopp. Und dass eben hier keiner hin darf. Und ja, da wird ganz, ganz massiv dran gearbeitet und ich möchte von hier aus weitergehen. Also da sind richtig dicke Verhandlungen, also ist schon mal ein Zeichen dafür, dass es dann doch irgendwann wieder losgehen wird. So, dieser Blick war für euch und ich mache weiter, ich habe noch mehr Nachrichten. So ihr Lieben, ich bin hier wieder Grenze, wenn man so will, Playa de Ingles, San Fernando, auf dem großen Kreisel, wo es eben auf die GC 500 ist, hier jetzt in Fahrtrichtung, ja, ich sage jetzt mal Mogan. Ja, eine neue Nachricht und zwar, es geht um Folgendes. Ab dem 15. Mai wird jeder Ausländer, der hier nach Gran Canaria kommt, pauschal 14 Tage in Quarantäne gehen. Das heißt, wer hier ist, muss dann eben erstmal 14 Tage in Quarantäne. Das ist Stand der Dinge heute. Am 15. tritt es in Kraft, also übermorgen. Und was da alles mit verbunden ist, das könnt ihr sehr gut lesen bei radio-pv.com. Bisschen runterscrollen, da gibt es die Abteilung Rechtliches. Und da ist wirklich alles von Herrn José Antonio Pérez Alonso beschrieben. Und da könnt ihr alles in Ruhe nachlesen. Also, ab dem 15. jeder, der auf die Insel kommt, jeder Ausländer. Und ja, auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen, hier sind wir die Ausländer. Ja, ist so. Also, jeder, der hier drauf kommt auf die Insel, muss erstmal pauschal 14 Tage in Quarantäne. Was bedeutet das? Das bedeutet, es ist quasi Ausgangssperre ohne Phase 0, ohne Phase 1. Heißt im Klartext, die dürfen dann erstmal nur raus, um einzukaufen, zum Arzt zu gehen, zur Apotheke. Und naja, arbeiten dürfen sie sowieso nicht, jedenfalls nicht auswärts. Insofern diese drei Sachen. Das ist. Aber lest es bitte nach. Ich weiß, dass ihr jetzt auch viele Fragen habt. Die kann ich nur Stand der Dinge im Moment noch gar nicht beantworten. Ja, die Frage ist, was ist denn mit den Spaniern selber, die von Madrid kommen? Das kann ich alles nicht beantworten. Ist alles nicht klar zu ersehen. Da sind nämlich zwei Verordnungen gekommen, die sich, wenn man so will, gegenseitig beißen von verschiedenen Ministerien. Wir bleiben da aber am Ball. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, das ist also schon mal Fakt. Und nachlesen, wie gesagt, könnt ihr es in radio-pv.com runterscrollen. Da seht ihr den Begriff Rechtliches. Und da findet ihr das gleich als allererstes. Tschüss, bis gleich. Ich bin jetzt weiter auf dem Weg nach San Fernando zu meinem Gesprächspartner. So, ihr Lieben, ich bin jetzt angekommen hier beim Eistor Canarias. Und wollen mal gucken, ob der Inhaber dann auch da ist. So, will gar nicht reingehen, brauche mich gar nicht desinfizieren. Frankie, grüß dich, hi, komm raus, sprechen wir draußen. So. Moin Martin. Grüß dich, du darfst den Mundschutz wieder abmachen. Frankie, du hast geöffnet, wir haben ja am Montag auch schon telefoniert miteinander. Und ja, die Leute
sind froh, dass sie raus dürfen und kamen auch schon bei dir vorbei, richtig? Ja, nach 2 Monaten. Du musst lauter reden, du sollst bis nach Deutschland gehen. Nach 2 Monaten sammelt sich natürlich auch was an. Ne? Die Leute sind zu Hause gesessen, brauchen Service, brauchen neue Geräte und sind schon froh, dass wir wieder da sind. Jetzt hast du natürlich am Anfang, jetzt im Mai, hast jetzt nicht jeden Tag auf, willst ja ein bisschen testen, nehme ich an, und sag mal deine Öffnungszeiten. Momentan sind wir am Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 14 Uhr. Also wir probieren das jetzt 3 Tage lang durch den Mai und ab Juni wäre es dann wieder 5 Tage die Woche, falls der Kundenanlauf weiterhin so ist. Naja, wir wissen ja alle nicht. Ne? Es ist eine Situation, die haben wir, unsere Eltern, unsere Großeltern alle nicht erlebt. Haben wir nicht in der Hand momentan. Und unsere Urenkel werden das irgendwann im Geschichtsunterricht auswendig lernen müssen. Muss man ja mal. Wir schreiben ja genau genommen Geschichte. Wir schreiben. Frankie, erzähl ein bisschen was über deinen Eistor. Ja, okay. Wir sind der Eistor Canarias hier in San Fernando. Wir sind spezialisiert auf Apple, Verkauf, Ankauf und Reparaturen. Und wir kümmern uns halt um die ganzen Softwareprobleme, wenn Displays kaputt gehen. Wir machen auch Computer anderer Marken, machen wir auch einen Service. Und das ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Okay. Und ab jetzt 3 Tage offen? Ab jetzt 3 Tage offen. So, Montag, jetzt, Mittwoch, Freitag. Dann erzähl jetzt nochmal, weil ich brauch's da nicht auswendig lernen. Wie heißt die Adresse hier? Wie gesagt, San Fernando, Calle José Yanes Matos, neben dem Sparmarkt. Das ist eigentlich ein Kreisel vorm Tulpenkreisel. Viele kennen den Tulpenkreisel und ein Kreisel vorher sind wir. So, oder und hier kann man sagen, beim Spar gibt es die Äpfel und bei dir die Angebissenen, ne? Bei mir die Angebissenen. Danke, Frankie. Bin wieder Danke, weg. Martin, ne? Schönen Tag. Tschüss, tschüss, ciao. So, ihr Lieben, jetzt eine Nachricht habe ich noch und ich bin hier immer noch in San Fernando. Auch ein schöner Kreisel, ihr kennt ihn. Das ist einer unterhalb des berühmt-berüchtigten Tulpenkreise. Und zwar habe ich noch eine Nachricht. Wir sind ja heute im 3. Tag der Phase 1 und ja, gestern im Tag, am 2. Tag der Phase 1 ist es also auch schon passiert, dass leider Gottes die Menschen doch zu überschwänglich sind, zu sehr Spaß haben. Natürlich auch der Alkohol sicherlich ein bisschen da mitspielt und einfach eben das sehr kontraproduktiv ist für unsere Anstrengung beziehungsweise unsere Einbußen. Was will ich damit sagen? Wir waren alle 58, 59 heute, den 60. Tag in der Ausgangssperre. Und ja, dann sind wir den 2. Tag freigelassen. Dann sind da Feten gefeiert worden. Da war von Abstand nicht mehr die Rede. Also das war sehr, sehr unvernünftig. Es wurde sogar wirklich eine Bar geschlossen, weil es einfach nicht mehr zu handeln war. Die Rede ist von der Insel Fuerteventura. Und da könnt ihr also auch alles mal nachlesen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn das weiter so geht, und deswegen bitte ich euch auch, es irgendwie ein bisschen lockerer anzugehen und oder besser gesagt nicht lockerer, sondern ein bisschen disziplinierter anzugehen. Ich weiß ja auch selber von mir. Ich weiß, dass wir das etwas gemacht haben, was viele einfach auch gar nicht nachempfinden können, was das eigentlich bedeutet, wirklich zu Hause sein zu müssen, nicht raus zu dürfen. Und jetzt auf einmal die erste Lockerung. Macht es bitte nicht kaputt, weil es kann auch durchaus passieren. Und das hat nichts damit zu tun, ob jemand von den Behörden gute oder schlechte Laune hat, sondern schlicht und ergreifend mit den Ansteckungszahlen. Wenn die wieder, wie heißt das, die Rekonstruktionszahl oder nee, die Reproduktionszahl, wenn die höher ist, gen 1, und dann noch weiter steigt, also jeder Infizierte mehr wie einen Menschen ansteckt auf der Statistik, dann sind wir ratzfatz wieder in der Stufe 0 und dann haben wir wieder den Salat, dann dürfen wir zwar morgens ein bisschen Sport treiben, aber dann war es das auch. Dann sind die Bars wieder geschlossen, dann sind die Geschäfte wieder geschlossen. Also bitte macht das dem nicht nach und schaut es euch auch gerne an, alles was ihr findet bei uns auf radio-pv.com. Und wenn ihr euch das anschaut, hoffentlich habt ihr den Gedanken, das werde ich nicht tun. Ich bitte euch darum, weil wenn es Einzelne tun und dadurch wirklich dann wieder was passiert und einfach eben halt wie der Virus sich wieder verbreiten kann, schlimmer verbreiten kann, als in den Maßen eben halt genehmigt ist, dann geht es zurück in die Phase 0. Und das wollt ihr nicht und das will ich nicht. Und dann war es einfach für die Katz, dass wir 58 Tage wirklich zu Hause gesessen haben. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat und ihr informiert werden wollt, ihr wisst ja, ne? Einfach den Abonniert-Button oder eben halt diesen Kanal abonnieren.
Ich sage Tschüss, Bye-bye. Das war heute der Mittwoch und der 13. Mai 2020, der 60. Tag Ausgangssperre und in der Phase 1 Tag 3. Tschüss, sagt euer Martin Schubert.